Moin Leute, dann herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal und nach langer, langer Zeit mal endlich wieder ein Tutorial. Ja, und zwar hat mich ein Zuschauer gefragt, ob ich ihm dabei helfen kann, einen Bankautomaten in Minecraft bauen zu können. Und da dachte ich mir, ey, ich habe zwar schon ein paar Tutorials dazu hochgeladen, wie ihr einen Bankautomaten in Minecraft bauen könnt, allerdings sind diese rein Redstone-basiert und nicht gerade kompakt. Und da ich ein neues System entwickelt habe, wie ihr einen Bankautomaten in Minecraft bauen könnt, das ihr wahrscheinlich auch schon in meiner Stadt gesehen habt, in meiner Red Island, und da dachte ich mir, komm, zeige ich euch das Ganze einfach auch mal. Und ja, hier ist es. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach sofort an. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! So, wie in den guten alten Zeiten werde ich euch natürlich erst zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und danach zeigen, wie ihr das Ganze bauen könnt. Und ja, ihr seht das Ganze schon relativ kompakt hier. Ihr könnt das Ganze hier hinten auch noch wegbauen und hier unten hinbauen, damit das Ganze noch kompakter ist. Ich habe es jetzt eines der übersichtshalber hier hinten hingebaut. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht rechts schon ein kleines Scoreboard und das zeigt unser Geld an, was wir aktuell auf dem Konto haben. Hier oben haben wir drei Knöpfe, damit können wir das Ganze abheben. Und zwar in 1er Schritten, 10er Schritten und 100er Schritten. Das Ganze hat auch noch eine Sicherung, dass wir nicht auf 0 gehen können. Heißt, wir können jetzt hier 100 Euro, 10 Euro und 1 Euro abheben, ganz normal. Wenn wir jetzt allerdings... So, ich habe eben ein bisschen die Zeit vorgespult, damit das hier nicht mehr ganz so blendet, der Sand. So, wenn wir jetzt allerdings eingeben, Scoreboard, Players, Set, Konto-Test. Ihr seht, hier haben wir noch ein paar andere Sachen, allerdings werden die gleich als relevant. Auf was setzen wir es einfach mal? Wir setzen es einfach mal auf 100 und 1 Euro. So, jetzt können wir ganz normal 100 abheben, allerdings können wir jetzt nicht mehr 1 Euro abheben, weil sonst wären wir auf 0 und da haben wir eine kleine Sicherung, dass wir halt nicht auf 0 fallen können. Das wäre auch in Real Life schön, allerdings ist das leider nicht so. Ja, wenn wir jetzt allerdings eingeben wieder 110, können wir wieder 100 abheben oder ganz normal 10 hier. Heben wir mal 10 ab, dass ich euch zeigen kann, dass das auch nicht mehr bei 100 funktioniert. Wenn wir jetzt 100 auf dem Konto haben und 100 einheben wollen, geht das nicht mehr, da wir sonst wieder auf 0 sind. Und das habe ich euch ja gerade erklärt. So, jetzt können wir allerdings noch 10 Euro abheben. Und wenn wir hier wieder auf, sagen wir mal, 11 gehen, können wir 1 Euro abheben. Allerdings nicht mehr 10 Euro, weil wir, wie gesagt, sonst auf 0 wären. So, wir können das Ganze auch wieder einzahlen, indem wir jetzt einfach hier hingehen. Hier ist unser kleiner Dropper und da können wir ganz einfach unser Geld einzahlen. Ihr seht, das Ganze wird unser Konto wieder gut geschrieben und ich zahle jetzt einfach mal wieder alles ein. Ihr seht, das geht auch relativ schnell und jetzt haben wir gleich alles wieder drauf. 363 Euro haben wir jetzt auf dem Konto und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze gebaut wird und würde sagen, dafür wechseln wir mal ganz kurz die Welt, weil hier habe ich jetzt die ganzen Scores bereits erstellt und will die nicht alle wieder löschen. Also, wir sehen uns gleich auf einer neuen Welt wieder. Bis gleich! So, eine neue Welt, ein neuer Automat, würde ich sagen. Und wir bauen uns als allererstes einmal einen kleinen Automaten hier auf. Das heißt, wir ziehen jetzt hier eine kleine Wand. So, ich gehe mal ein bisschen hier weiter in die Höhe, weil wir müssen ein bisschen tiefer. So, ist ja jetzt nichts Großes, muss ja jetzt nicht viel sein. Heißt, wir brauchen jetzt einfach nur eine kleine Holzwand. Jetzt brauchen wir ein bisschen Wasserlampen, einen Knopf und die setzen wir dann hier, hier und hier einfach hin. Machen hier jetzt die Knöpfe dran und dann holen wir uns ganz normal das Redstone und fangen auch schon an. Achso, wir brauchen noch einen Trichter. So, einen Dropper meine ich. Den setzen wir jetzt hier hin. So, hier machen wir Platz. Setzen hier jetzt einen Trichter hin. So, und ziehen jetzt hier eine kleine Trichterstraße einmal in diese Richtung. So, so. Ich glaube, das reicht sogar schon. Und jetzt hier ganz einfach Trichter lang ziehen. So, das reicht schon. So, und jetzt die guten alten Sortiermaschinen. Die setzen wir jetzt hier einfach dran. So, machen hier ein bisschen Platz. So, 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 so. Hier auch noch ein bisschen. So, insgesamt 3 Stück davon brauchen wir. Heißt, wir machen jetzt so. So. Und. So. Der Schönheitshalber hier auch noch einen. So, wie ihr Sortiermaschinen baut, das wisst ihr ja hoffentlich alle. Zur Not, hier seht ihr es jetzt. Hier einfach ein bisschen Wetzern drauf. Hier ein Komparator hin. Und hier in eine Fackel. So, jetzt kommen hier oben noch ein paar Trichter dran. So, so und so. Und hier unten kommen jetzt die Trichter dran, die dann letzten Endes zu einer Truhe oder was auch immer ihr dahin baut, dann ans Ende hinführen. So, wenn man jetzt noch fähig wäre, die Trichter richtig zu platzieren. So. Und
Dann jetzt noch hier und ich setze jetzt einfach mal hier ans Ende eine Truhe hin, damit wir hier dann letzten Endes unsere Einnahmen einlagern können. So. So. Und so. Fertig werden wir damit. So, sorry für den kurzen Cut. Was den Western-Part angeht, sind wir jetzt soweit fertig. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Scoreboards. Das heißt, wir geben einfach ein Scoreboard Objectives Add. Sagen jetzt einfach Konto Test. Wir können natürlich ganz normal Konto. Weißt du was? Wir machen das einfach mit Konto. Dummy. Und damit haben wir unser erstes Scoreboard schon mal fertig. Jetzt brauchen wir jetzt noch ein paar Vergleichskonten. Das heißt, wir adden einfach ein Konto 1, ein Konto 10 und ein Konto 100. So, damit haben wir unsere Konten und Scoreboard soweit fertig. Das heißt, wir können jetzt ganz einfach sagen, dass wir unser Scoreboard Players Quatsch Set richterlich 1 auf 1 setzen, 10 auf 10 setzen und 100 auf 100 setzen. So, damit haben wir die soweit schon mal fertig. Das heißt, wir haben die Vergleichskonten soweit eingerichtet und können jetzt unser eigentliches Konto auch mal ein bisschen in die Höhe treiben. Das heißt, wir ändern da jetzt einfach mal, sagen wir mal, wir geben uns mal so 1000 Euro. Das Ganze können wir uns jetzt einfach an der Sidebar anzeigen lassen. Objective Set Display Sidebar und dann sagen wir, unser normales Konto soll angezeigt werden und da sehen wir, wir haben 1000 Euro auf unserem Konto und das können wir jetzt ganz einfach mit dem Automaten hier verbinden. Das heißt, wir brauchen ein paar Command-Blöcke und ich würde sagen, wir fangen hier bei dem kleinsten an und gehen jetzt hier in den Command-Block rein und sagen jetzt hier Execute if Score, oh Quatsch, Score at P für den nächsten Spieler. Das habe ich mir ein bisschen verschrieben. Konto ist größer als at P. Konto 1, 1, give und dann sagen wir jetzt einfach mal, nehmen wir wieder ein Iron. Nehmen wir wieder ein ganz normales Iron Ingot. Wo haben wir es? Da haben wir es. So, das ist jetzt unsere kleine Währung. Das Ganze können wir jetzt ganz einfach kopieren und für die anderen auch nehmen. Das heißt, wir nehmen Steuerung und mittlere Maustaste und tun das hier hin. Sagen jetzt hier Gold Ingot. Da haben wir es. Und das Ganze soll jetzt nicht größer als das Einer sein, sondern größer als das Zehner sein. Und hier nehmen wir jetzt ganz einfach wieder einen Diamond und das soll jetzt größer sein als der 100er. So, damit hätten wir das soweit schon mal fertig. Das heißt, wir können jetzt hier uns frohlustig was abheben. Allerdings, ihr seht, hier verändert sich noch gar nichts an unserem Konto. Aber wir können uns soweit schon mal ein bisschen Geld hier abheben. Allerdings, wie gesagt, das verändert noch nichts an unserem Konto. So, wir setzen jetzt unser Konto mal wieder auf. Ach so, es ist ja Quatsch. So, damit das Ganze jetzt von unserem Konto abgezogen wird, brauchen wir jetzt hier einen weiteren Command-Block, den wir auf Always Active und Verketten stellen. Und da geben wir jetzt einfach ein Execute if Score at P Konto ist größer als at P Konto 1. Das ist nämlich das kleine Konto gerade. Dann soll One Scoreboard Players Remove AdP Konto 1 sein. So, wenn das jetzt ganz ein bisschen zu schnell war. Execute if Score AdP Konto ist größer als AdP Konto 1. One Scoreboard Players Remove AdP Konto 1. So, das Ganze können wir jetzt auch wieder kopieren. Einfach hier dran setzen. Hier eine 10 dran setzen. Eine 0 dran setzen. Und das Ganze hier auch mit nach 100. So, damit wäre das soweit schon mal fertig. Damit können wir schon mal froh, lustig hier was von unserem Konto abheben. Und es wird auch hier angezeigt, dass wir was von unserem Konto abheben. Und unsere Sicherung ist jetzt auch schon drin. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Scoreboard Players Set at, richterlich können wir jetzt einfach sagen, setzen wir jetzt einfach mal wieder auf 110. Heben jetzt hier 10 ab. Können jetzt allerdings keine
Doch, wir können auch 100 abheben. Okay, warum können wir noch 100 abheben? Weil. So, Leute, ich habe den Fehler gefunden. Also immer schön aufpassen, dass ihr hier auch das richtige Vergleichskonto habt. Ich habe hier nämlich die ganze Zeit noch Konto 1 stehen gehabt. Natürlich ist es logisch, dass ich dann noch weiter abziehen kann. Allerdings hier schön anpassen, dass ihr hier auch Konto 100, hier Konto 10 und hier Konto 1 habt. So, an sich funktioniert das Ganze jetzt. Ich kann hier keine 100 mehr abziehen, ich kann keine 10 mehr abziehen. Allerdings kann ich weiterhin 1 abziehen. Und wenn ich jetzt sage, Set Konto 11, kann ich wieder 10 abziehen. Allerdings nicht nur 1 abziehen, weil ich sonst auf 0 wäre. Wenn ich sage 110, kann ich weiterhin 10 abziehen. Jetzt kann ich allerdings keine 100 mehr abziehen, weil ich wie gesagt dann auf 0 fallen würde. Ja. Und so funktioniert das Ganze jetzt. Die Sperre ist drin. Und ja, das Ganze wollen wir jetzt natürlich auch wieder auffüllen. Das heißt, wir wollen unser Konto, unser Geld, was wir abgehoben haben, auch wieder aufs Konto draufladen. Heißt, wir setzen hier unten an die Enden von den Sortiermaschinen einfach einen Command-Block hin und sagen hier jetzt ganz einfach Scoreboard Players add P Konto. Und dann sagen wir hier 1. Das Ganze können wir jetzt ganz einfach kopieren nach hier. Sagen hier 10 und sagen hier dann natürlich 100. So, jetzt wollen wir das Ganze mal ganz kurz einmal einrichten. Ich habe nämlich hier das Ganze noch nicht eingerichtet. Dafür setze ich mal eben unser Konto ein bisschen nach oben. Ich brauche ein bisschen mehr. Das, das, das. Ja, da packe ich die Sperre wieder. So. Brauche natürlich noch 1 € über. So. Jetzt aufpassen, dass ihr hier das Richtige auch befüllt. Iron Ingot bei 1 oder was auch immer ihr als Währung habt. So. Dann natürlich hier schön auf 19 sage ich jetzt einfach mal hoch, damit wir das hier unten auch sofort aufgefüllt haben. So, hier unten muss nämlich auch einer rein. Also einfach schön aufpassen, dass ihr hier oben was habt. Dass ihr auf 18 und hier unten was einmal rein habt. So, und dann noch der Diamant. So, hier oben schön was rein. 18 und hier unten noch einer rein. So, damit haben wir soweit alles befüllt. Heißt, wir setzen jetzt noch unser Konto einmal nach oben. Ziehen fröhlich, lustig hier was ab. So, so, so. Ich das Ganze wieder aufs Konto drauf. Und ihr seht, das Ganze funktioniert einwandfrei. So, perfekt. Damit würde ich sagen, werden wir fertig. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein. Habt noch einen schönen Tag. Und bis dahin, Leute.